Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir sind in der Haushaltsdebatte für das Bundesgesundheitsministerium. Ich möchte beginnen, indem ich mich zunächst einmal bei allen Haushälterinnen und Haushältern für die guten Beratungen ganz herzlich bedanke. Wir haben einen großen Haushalt hier zu verabschieden. Der Haushalt schrumpft allerdings von derzeit 64 Milliarden auf 22 Milliarden im nächsten Jahr, also auf ungefähr ein Drittel. Das ist damit zu erklären, dass wir davon ausgehen, dass die Pandemie im nächsten Jahr uns nicht mehr vor teure und unlösbare Probleme stellen wird. Ich rechne damit, dass wir in diesem Herbst noch einmal Schwierigkeiten bekommen. Für diese sind wir aber sehr gut vorbereitet. Diese Vorbereitung werde ich später vortragen in der Diskussion um das Infektionsschutzgesetz. Ich konzentriere mich jetzt auf die Situation, wie wir das Gesundheitssystem modernisieren werden. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass ich davon ausgehe, dass wir im Herbst die Pandemielage gut im Griff haben werden. Und das werde ich später ausführen. Jetzt geht es um die Zukunft unseres Gesundheitssystems, und da sind im Hintergrund zahlreiche Projekte der Modernisierung weitergeführt worden. Ich werde mich in meiner Rede auf mehrere Bereiche konzentrieren. Ich fange zunächst einmal an, indem ich darauf eingehen werde, was wir verändern werden in der Pflege. Dann werde ich auf Krankenhausreformen zu sprechen kommen, dann den Bereich der Digitalisierung und dann schließlich das, was wir für sozial benachteiligte Menschen tun wollen, um das Gesundheitssystem gerechter zu machen. Ich fange einmal an mit der Pflege. In der Pflege haben wir tatsächlich wichtige Reformen vor uns, und eine ganz konkrete Reform, das sogenannte Krankenpflegeentlastungsgesetz, beschäftigt sich mit dem Problem, was machen wir eigentlich gegen die chronische Überlastung der Pflege in vielen Stationen, in vielen Bereichen. Was wir dort machen, ist zunächst einmal, wir gleichen ab durch ein Instrument, wo man den Pflegebedarf vergleichen kann mit der Pflege, die angeboten wird. Welche Stationen sind eigentlich besonders überlastet? Und wenn wir diese Überlastung dann feststellen, dann kommt eine entsprechende Entlastung, entweder durch mehr Urlaubstage, durch Entlastungstarife oder durch Zuschläge, die steuerfrei und abgabenfrei organisiert werden können. Das führt dazu, dass tatsächlich die Pflege als Arbeitsplatz wieder interessanter ist. Man kann ja zunächst mal die Frage stellen, was bringt es denn überhaupt, wenn ich nur auf der Station die Überlastung der Pflege dokumentiere? Naja, wenn wie in diesem Gesetz vorgesehen, dann tatsächlich eine Entlastung auch kommt, dann wird die Pflege als Arbeitsplatz wieder interessanter. Und wir wissen, dass ungefähr 300.000 Pflegerinnen und Pfleger bereit sind, im Prinzip wieder in die Pflege zurückzukehren. Dieses Gesetz wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Das ist der Grund, weshalb das Gesetz auch von den Gewerkschaften nicht nur unterstützt, sondern auch gefordert wird. Dafür bedanke ich mich. Wir werden mit diesem Gesetz die Pflege wieder deutlich attraktiver machen und dem Pflegenotstand entgegenwirken. Im Krankenhaus muss mehr geschehen, und ich fange mit einem Bereich an, der mir besonders am Herzen liegt, und zwar den Kinderkrankenhäusern. Wir haben ungefähr 350 Kinderkliniken, Abteilungen und Kliniken für Kinder, und diese Kliniken haben in den letzten Jahren deutlich gelitten. Auch dort gibt es einen Reformstau. Wir haben dort etwas vorbereitet, und zwar eine weitgehende Reform, und zwar, dass die Kinderkliniken komplett aus dem Bereich der Fallpauschalen entfernt werden. Damit wird der ökonomische Druck auf diese Kliniken, der wird von jetzt auf sofort wird er beendet. Die Kliniken können dann wieder die Kosten abrechnen, bekommen ein Budget und müssen nicht durch Leistungssteigerungen quasi das Budget sich von Jahr zu Jahr erkämpfen, neu erkämpfen. Das heißt, hier haben wir dann einen Bereich, der komplett ohne die Pauschalen im Wesentlichen nach dem System der Kostendeckung funktioniert. Gerade bei den Kindern ist das unbedingt notwendig. Es kann nicht länger akzeptiert werden, was wir viel zu lange akzeptiert haben, dass in der Kinderkrankenhausversorgung ökonomische Aspekte im Prinzip Einfluss auf die Therapieentscheidung haben. Das können wir nicht hinnehmen. Und da ist das ein Gesetz, was wir mit den Ländern vorbereiten. Wir werden auch mehr Geld in die Hand nehmen. Die Kinderheilkunde wird in den Kliniken deutlich entlastet. Wir gehen aber weiter auch im Krankenhaus. Wir werden auch
die Fallpauschalen allgemein entlasten. Und zwar dahingehend, die Fallpauschalen haben derzeit keine Vorhaltekosten, die pauschal sind, die abdecken, wie stark ist ein Krankenhaus eigentlich gebraucht. Die Fallpauschale gibt im Prinzip den gleichen Preis in einer Region, wo es sehr viele Krankenhäuser gibt und wo es schon Überversorgung gibt, und Regionen, wo es eine Unterversorgung gibt. Und wir wollen jetzt durch eine Vorhaltepauschale dort mehr Geld hinsteuern, wo die Krankenhäuser unbedingt benötigt werden. Und dafür soll es Abschläge geben, relative Abschläge geben, dort, wo eine Überversorgung ist. Damit steuern wir im Prinzip die Krankenhausversorgung sehr viel besser. Wir geben Anreize, dass tatsächlich die demografische und die medizinische Situation dafür verantwortlich ist, wo investiert wird. Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Entökonomisierung unserer Krankenhausversorgung. Überfällig, sie kommt jetzt, sie wird vorbereitet. Wir sind mit den Sachverständigen schon in einer konkreten Umsetzungsplanung. Nicht vergessen werden darf, dass wir auch die kurzfristigen Bedürfnisse der Krankenhäuser hier berücksichtigen. Wir werden die Energiekosten, die Inflationskosten, die zurückgegangenen Fallzahlen werden wir also analysieren. Wir werden ein Hilfspaket schnüren, damit die Krankenhäuser jetzt nicht in der Situation, wo 40% der Krankenhäuser Liquiditätsprobleme haben, in unüberbrückbare Schwierigkeiten kommen. Auch da arbeiten wir an einer kurzfristigen Lösung. Wir lassen in dieser Energie- und Inflationskrise lassen wir unsere Krankenhäuser nicht im Stich und werden sie über den Herbst und über den Winter bringen. Das haben wir vor. Dafür werden wir konkrete Vorschläge in den nächsten Wochen vorlegen und mit den Ländern beschließen. Ich komme zum Bereich der Digitalisierung. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist der Bereich, über den am meisten gesprochen wird und wo am wenigsten passiert. Wir sind nach wie vor, was die Digitalisierung angeht, im Prinzip im europäischen Vergleich ein Entwicklungsland. Wir können nicht mithalten mit Ländern wie Dänemark, den Niederlanden, geschweige denn mit Ländern außerhalb von Europa, zum Beispiel Israel, wo einfach viel mehr möglich ist, viel mehr möglich ist. Was wir jetzt machen, wir bauen auf, die Pandemie hat ja nur Nachteile gebracht. Die schreckliche Pandemie hat nur Nachteile gebracht. Aber in einem Bereich hat sie tatsächlich etwas angestoßen, in der Digitalisierung. Bei der Digitalisierung ist es zu viel mehr Telesprechstunden gekommen, Telekonsultationen. Das elektronische Rezept ist möglich geworden. Wir haben Pflegeberatung digitalisiert. Wir haben mit der Corona-Warn-App die Versicherten quasi herangeführt an die Digitalisierung. Wir wollen darauf aufbauen. Wir sind da jetzt sozusagen in eine Kurve eingebogen. Wir wollen aus der Kurve heraus beschleunigen und wir wollen einführen. Das elektronische Rezept, letzte Woche eingeführt. Wir wollen einführen. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, 23 Millionen Mal schon genutzt bis zum August. Wir wollen die elektronische Patientenakte als Opt-out-Lösung einführen. Damit ist sozusagen jeder zunächst einmal mit einer elektronischen Patientenakte unterwegs. Und wir wollen diese dann aber auch für Forschungszwecke nutzen, indem wir das System, was in Israel praktiziert wird, des digitalen Zwillings nutzen, um aus Routinedaten heraus Forschung machen zu können, sodass wir aus den Routinedaten heraus sehen können, welche Behandlungskonzepte sind effizienter, funktionieren besser. Das ist ein wesentlicher Schritt nach vorne. Dafür reißen wir, wir sind mit den Israelis diesbezüglich im engen Kontakt, aber dafür reisen wir am Samstag mit einer Delegation von Experten nach Israel und werden einen Kooperationsvertrag unterschreiben. Wir orientieren uns hier an den Besten. Und Israel ist, was die Digitalisierung des Gesundheitssystems angeht, weltweit führend. Das wollen wir aufgreifen. Wir wollen mit den Besten zusammenarbeiten und greifen das auch aus der Kurve heraus beschleunigen. Digitalisierung wird ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit unseres Hauses werden. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einmal sagen, wir müssen auch etwas tun für die Ärmsten. Wir dürfen sie nicht zurücklassen. Wir wollen mit 1000 Gesundheitskiosken, das sind neue Strukturen, wo man einen Termin bekommt für einen Facharztbesuch, beispielsweise einen Krankenhausbesuch, wo Vorbeugeleistungen abgerufen werden können, wo soziale Dienste abgerufen werden können, wo Hebammendienste vermittelt werden können, wo man Übersetzungen bekommen kann, wo Pflegeberatung stattfinden kann, wo Ernährungsberatung. Mit 1000 Kiosken in
den ärmsten oder in einigen der ärmsten Stadtteile und Regionen Deutschlands bauen wir eine neue Struktur auf, die es längst hätte geben müssen, dass es in den ärmeren Stadtteilen eine niederschwellige, schnelle, gute Zugangsmöglichkeit gibt für die Menschen, auch die Menschen, die die Sprache nicht gut sprechen, auch die Menschen, die zum Beispiel gar keine Versicherung noch keine Versicherung haben, diejenigen, die keinen richtigen guten Zugang haben. Wir müssen das machen. Das spart auch Geld. Das spart Notfalleinweisungen. Das spart Krankenhauseinweisungen. Das führt zu einer besseren Medizin. Wir helfen hier den Ärmsten. Das ist uns sehr wichtig. Das haben wir als eine Priorität ausgeordnet. Wir haben viel vor. Wir machen viel auch schon im Hintergrund. Wir machen nicht nur Pandemie, sondern wir machen viel für die Modernisierung. Das ist, ja, es ist klar, dass Sie davon weder etwas verstehen noch mitbekommen. Aber es ist so. Es ist so. Und ich danke denjenigen, die diesen Weg begleitet haben. Ich danke Ihnen auch für den großzügigen Haushalt. Den werden wir benötigen. Und den werden wir effizient einsetzen. Dankeschön. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu seinem Etat für das Jahr 2023. Corona, die Pandemie hat er anfangs erwähnt, da wird er nachher in der Debatte über das Infektionsschutzgesetz ausführlicher zu berichten, hat er eben angekündigt. Ansonsten die Schwerpunkte Pflege mit dem Krankenpflegeentlastungsgesetz, die Krankenhausreform, wo er insbesondere die Kinderkliniken im Blick hat und das Thema oder ein großes Thema, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie das elektronische Rezept oder die elektronische Patientenakte. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind und damit entfallen diese Tagesordnungspunkte. Und das Wort geht an Sepp Müller für die CDU-CSU-Fraktion. So, Bundestagsvizepräsidentin hat noch ein paar Punkte gestrichen von der heutigen Liste des Bundestages. Aber da geht es natürlich nicht um die Einzeletats. Da bleibt alles so, wie es ist. Nächster Redner Sepp Müller aus der Unionsfraktion, einer der stellvertretenden Vorsitzenden. Ihre Worte höre ich gern, nur allein mir fehlt der Glaube, Faust, Johann Wolfgang Goethe. Kommen Sie endlich aus dem Modus des Ankündigungsministers in den Machminister, werden Sie Gesundheitsminister, verlassen Sie die Corona-Pandemie und kümmern Sie sich um unser Gesundheitssystem. Sie hatten nach der letzten Welle im Frühjahr angekündigt, dass endlich Zeit ist, um Gesetzesvorlagen vorzulegen. Aus Ihrem Haus kamen zwei. Die Gesundheitskioske, 1000 an der Zahl angekündigt. Wissen Sie, was ein Gesundheitskiosk im ländlichen Raum und für die meisten Städte bedeutet? Das ist die Hausarztpraxis. Wir brauchen Hausarztpraxen. 4000 Hausarztpraxen in unserem Land sind seit über zwei Jahren nicht besetzt. Und Sie diskutieren 1000 zusätzliche Gesundheitskioske, wo das Material nicht da ist, wo das Geld nicht vorhanden ist, wo das Personal fehlt. Was Sie vorgelegt haben, ist ein Finanzstabilisierungsgesetz für die gesetzliche Krankenkasse. Es ist weder ausreichend noch der Lage und vor allem den Problemen in unserem Land gerecht. Schauen wir unserem Haushalt an, dann kann der geneigte Leser zu dem Entschluss kommen, dass der Bundesfinanzminister mit dem roten Stift, dem roten Karl Lauterbach, etwas diktiert hat. Ihre Ideen für diesen Haushalt umfassen keine seltenen Erkrankungen. Wie sieht es aus mit den tausenden MS-Erkrankten? Was ist mit der Volkskrankheit Alzheimer? Wie geht es weiter mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? All das, Herr Lauterbach, haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, und wir finden in Ihrem Haushalt nichts. Kommen Sie weg vom Ankündigungsminister, werden Sie endlich Gesundheitsminister. Und Herr Lauterbach, nur ein Wort zu Corona. Sie haben Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres sich mit Millionen Impfdosen eingedeckt. Diese werden jetzt verfallen. Das sind dreistellige Millionenbeträge, die an Steuergeld verbrannt waren. Hätten Sie dieses Geld medizinischen Fachangestellten, zahnmedizinischen Fachangestellten als Bonus gezahlt, dann wäre das der Respekt gewesen, den wir auch von einem Gesundheitsminister für diese Branche erwarten. Herr Gesundheitsminister, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung steht auf tönernen Füßen. Bereits jetzt werden knapp 17 Milliarden Euro angenommen, die fehlen. Mit der Inflation werden wir bei 25 Milliarden Euro rauskommen. Sie sprachen davon, als Sie das Gesetz eingebracht haben,
nicht an der Qualität zu streichen und zu arbeiten. Was legen Sie vor? Sie wollen die Neupatientenregelung für Ärzte streichen. Wissen Sie, was das für Hausärzte und Fachärzte bedeutet? Sie werden an der Qualität streichen, weil Sie neue Patienten, junge Patienten, Patienten, die von A nach B umziehen, keinen Termin mehr geben können, weil das Budget voll ist. Sie sind der Minister, der die Axt an die Wurzel des Qualitätssystems in unserem Gesundheitswesen anlegen. Sie haben da versagt, Herr Lauterbach. Und wenn Sie alleine das umsetzen würden, was in Ihrem Koalitionsvertrag steht, wie die Beteiligung des Bundesfinanzministeriums und des Ministeriums BMAS bei der Frage der Finanzierung der GKV, sprich die ALG-II-Empfänger, komplett mit zu beteiligen, hätten wir 10 Milliarden zusätzlich zur Verfügung. Und die brauchen wir. Und liebe Sozialdemokratie, da haben Sie uns an Ihre Seite. Da werden wir Sie auch unterstützen. Das muss jetzt endlich auf den Weg gebracht werden. Und Herr Lauterbach, werden Sie endlich Gesundheitsminister und kommen Sie weg von den anderen Themen. Danke. Sepp Müller war das aus der Unionsfraktion zum Etat des Bundesgesundheitsministers. Und ich kann Ihnen auch fix nachtragen, welche Punkte hier heute nicht aufgerufen werden. Das ist nämlich die Wahl eines Vizepräsidenten aus den Reihen der AfD und die Wahl eines Mitgliedes für das parlamentarische Kontrollgremium. Auch da fehlt noch ein Vertreter oder eine Vertreterin der AfD. Beide Wahlen finden nicht statt, weil die AfD von sich aus diesen Tagesordnungspunkt quasi zurückgezogen hat. Am Pult ist Paula Pichota für Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Haushaltsausschuss und Ärztin übrigens. Aber wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, wir brauchen einen Machminister und das nur knapp 12 Monate, nachdem Jens Spahn abgetreten ist, wo wir alle wissen, dieser Ansatz von Politik viel zu machen, auch mit den Konsequenzen, dass da einfach unglaublich viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen wurde. Ich will nicht in alle inhaltlichen Punkte einsteigen, weil ich nicht im Fachausschuss mit hauptberuflichem Sitz sitze. Aber wenn Sie jetzt hier zum Beispiel die Neupatientenregelung ansprechen, Sie tun so, als ob die Streichung unglaubliche Unterschiede in der Versorgung machen würde. Sie erwähnen nicht, wie wenig Neupatienten diese Regelung tatsächlich geschaffen hat, wie viele zusätzliche Arzttermine sie tatsächlich geschaffen hat oder aber eben nicht. Was wir ja jetzt machen müssen, nach so viel Zeit Union und vor allen Dingen auch Jens Spahn im Bundesgesundheitsministerium, der regiert hat in Zeiten, wo er klotzen konnte und eben oft nicht aufs Geld geschaut hat, ist, dass wir das jetzt ausbaden und das in unglaublich schwierigen Rahmenbedingungen tun, weil einfach das Geld uns jetzt an allen Ecken und Enden fehlt. Und hier so zu tun, als ob Karl Lauterbach nicht mit Geld umgehen könnte, wenn man selber die Partei der Maskendeals ist, der Betrugsfälle in den Corona-Testzentren, ist vielleicht ein bisschen unvorsichtig in so einer Debatte. Und jetzt möchte ich dann doch wieder über das Geld sprechen, aber noch mal daran erinnern, wie das war am Anfang der Pandemie. Am Anfang der Pandemie, wo wir alle aus unserem Alltag rausgeworfen waren und wo tatsächlich gefühlt Gesundheitspolitik in Deutschland zum ersten Mal viele Menschen interessiert hat. Das war ja wirklich gerade für Menschen, die viel Gesundheitspolitik gemacht haben, eine sehr besondere Situation. Und da haben viele auch hier im Bundestag die Hoffnung gehabt, dass sich nach der Pandemie unglaublich viel im Gesundheitswesen verbessern würde. Gerade auch Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die sehen jetzt, so viel hat sich gar nicht verändert. Und die haben die blöde Vermutung, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen könnten mit genau den gleichen Problemen, aber noch weniger Geld im Gesundheitswesen und damit auch noch schlechteren Arbeitsbedingungen für sie in den Kliniken und Praxen. Und deswegen muss man schon mal darauf hinweisen, dass es dann doch Lerneffekte aus der Pandemie gibt, auch in diesem Gesundheitsetat. Der Etat des Gesundheitsministeriums, der finanziert nicht das komplette Gesundheitswesen. Der ist nur ein Bruchteil dessen, was die Kassen in diesem Wesen leisten. Aber auch an diesem Etat sieht man, wie die Lerneffekte der Corona-Pandemie jetzt auch ganz konkret umgesetzt werden. Wir haben zum Beispiel,
Und der Minister hat es ja angesprochen. Wir hatten diesen unglaublichen Aufwuchs von vor der Pandemie knapp 15 Milliarden Etat in weniger als 3 Jahren quasi vervierfacht auf über 60. Und jetzt nehmen wir das wieder zurück auf knapp 22 Milliarden im Entwurf. Das zeigt aber auch, wir gehen nicht auf Vorkrisenniveau zurück, sondern wir bleiben deutlich mit den 22 Milliarden über dem vorpandemischen Niveau. Und da sind Punkte drin, die Lerneffekte darstellen aus der Pandemie. Zum Beispiel, ich möchte auf 3 Punkte eingehen, weil ich auch glaube, dass wir die alle über alle Fraktionen hinweg gut im Blick behalten sollten, weil die teilweise auch sehr teuer sind, aber nicht nur, weil sie teuer sind. Wir steigen jetzt mit diesem Entwurf ein in die sogenannten Pandemiebereitschaftsverträge. Das ist ein neues Instrument. Da geben wir Herstellern als Bund hohe dreistellige Millionenbeträge über mehrere Jahre an die Hand, damit sie Kapazitäten vorhalten für Impfstoffproduktion, falls es nochmals zu einer epidemischen oder pandemischen Lage kommt. Und das müssen wir alle sehr genau im Blick behalten, vor allen Dingen auch, ob die Kapazitäten, die da geschaffen werden sollen, tatsächlich auch zuverlässig geschaffen werden. Die Beratungshotlines für die Patienten werden weitergeführt. Das ist auch eine Errungenschaft der Pandemie. Und was auch eine Errungenschaft ist, ist ja die Erkenntnis, dass gerade in der Frühphase der Pandemie die WHO nicht immer suffizient die frühe Detektion, die frühe Vorwarnung, die frühe Beratung von Regionen und Ländern geleistet hat. Und deswegen finanzieren wir jetzt weiter den WHO-Hub for Pandemic Intelligence und werden das hier in Berlin als Zentrum etablieren, wo eben Frühdetektion und Warnung und Beratung für alle Regionen und Länder dieser Welt geleistet wird. Das sind Verbesserungen in diesem Etat. Aber natürlich ist es so, dass in diesem Etat gerade auch aus Sicht von Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern natürlich unglaublich viel Luft nach oben ist. Und ich kann für uns sprechen, vor allen Dingen die Punkte Prävention, Modernisierung im Gesundheitswesen und internationale Gesundheitspolitik werden wir uns noch mal sehr genau anschauen. Aber jetzt möchte ich noch mal auf die haushaltspolitischen Lehren aus der Corona-Pandemie für diesen Etat kommen. Ich habe es gerade schon gesagt. Sicher, dann möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen aus der CDU-CSU-Fraktion? Ausnahmsweise nicht, aber ich komme gleich vorbei. Ich habe gerade schon gesagt, von knapp 15 Milliarden Euro in 3 Jahren hat sich dieser Etat wirklich, kann man nicht als organisches Wachstum bezeichnen, vervierfacht auf über 60 Milliarden. Und die Möglichkeiten und die Realisierung der Kontrollmöglichkeiten ist da oft nicht in gleichem Maße mitgewachsen. Und deswegen müssen wir auch haushaltspolitisch aus dieser Zeit lernen, auch in der Krise, auch im Gesundheitsbereich. Auch wenn wir jetzt in die nächste Krise gehen und ihr begegnen müssen, brauchen wir den fairen Lastenausgleich zwischen Bund und Ländern, teilweise auch den Kommunen. Das gilt auch im Gesundheitsbereich und das muss auch im 3. und im 4. Pandemiejahr gelten und eben nicht nur im 1., wie wir das erlebt haben. Auch in der Krise müssen wir sicherstellen, dass Steuergelder so ausgegeben werden, dass Betrug verunmöglicht wird. Das ist eine enorm große Lehre aus der Corona-Zeit, gerade im Einzelplan 15. Wir sehen jetzt, dass teilweise Gelder zurückfließen aus Betrugsfällen, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was wahrscheinlich wirklich nicht bei Patientinnen und der Bevölkerung angekommen ist. Und wir müssen natürlich auch sicherstellen, gerade wenn jetzt eine Krise nach der anderen kommt und das eine Hilfspaket das nächste ablöst, dass das, was wir an Kriseninterventionen machen, nicht unsere mittel- und langfristigen Ziele im Gesundheitswesen, zum Beispiel im Bereich Krankenhauslandschaft, konterkariert. Deswegen sehen Sie es uns bitte nach. Wir Haushälter werden auch in diesen Haushaltsberatungen uns wieder sehr genau jeden einzelnen Euro anschauen, weil jeder einzelne Euro, der hier eben nicht dafür ausgegeben wird, dass Gesundheitsversorgung besser und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen attraktiver werden, das ist ein Euro, der eine verpasste Chance ist für bessere Lebenserwartungen. Und deswegen sehen Sie es uns nach. Wir werden das wieder sehr genau beraten. Vielen Dank. Der Bundesgesundheitsminister hat zu Beginn dieser Debatte gesagt, dass er sich später mit der Pandemie beschäftigen wolle. Die Abgeordneten beschäftigt das Thema schon jetzt. Paula Pichotta zum Beispiel eben ist unter anderem eingegangen auf Betrugsfälle im Gesundheitswesen rund um Covid-19. Jetzt eine Kurzintervention aus den Reihen der Union. Auch der Grünen, Frau Pichotta, immer Behauptungen in den Raum stellen und wenn dann eine Zwischenfrage gestellt werden soll, diese Zwischenfrage nicht zulassen, meine Kurzintervention. Mich würde interessieren, ob Sie mit mir auch einer Meinung sind, wenn Sie hier schon ankündigen und sagen, wir brauchen gerade als Ergebnis, als Erkenntnis aus der Pandemie wieder einen besseren Gesundheitsstandort in Deutschland, sprich Produktion, Forschung, Entwicklung. Wir brauchen Hilfe für den Gesundheitsstandort, Stichwort Energiepreisexplosion. In den Kliniken brennt die Hütte lichterloh, das wissen Sie. Wir werden erste Insolvenzen bekommen. Wir werden, wenn die Regierung weiter so untätig bleibt, wirklich Versorgungsprobleme bekommen, weil Kliniken schließen müssen. Dass Sie sich hier hinstellen und in einer suffisanten Art so tun, wir werden machen, wir könnten, der Bundesgesundheitsminister hier wieder nur Ankündigungen gebracht hat. Ich sage immer, wir können froh sein, dass es im Deutschen den Konjunktiv gibt.
er möchte, er wird, er könnte, ob Sie mit mir auch einer Meinung sind, dass viele Unternehmen die Rahmenbedingungen, so wie sie in Deutschland sind, insbesondere im Hinblick auf neue Technologien, als völlig unzureichend erachten mittlerweile, weil sie nichts tun. Und sich hier hinzustellen und so zu tun, als gäbe es keine Probleme, das finde ich wirklich alle Achtung wert, aber das geht an der Sache völlig vorbei. Frau Pichotter, möchten Sie antworten? Nein. Dann gebe ich jetzt das Wort an den Kollegen Wolfgang Wiele für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Von 64 Milliarden auf 22 Milliarden. Die Corona-Fieberkurve des Gesundheitsetats geht deutlich zurück. Aber erhöhte Temperatur muss man beim Blick auf die Zahlen immer noch feststellen. Während andere Länder zur Normalität zurückkehren, planen Sie, Herr Minister Lauterbach, wieder über 2 Milliarden Euro für neue Impfstoffkäufe ein, während vorhandene Überbestände vom Verfallsdatum bedroht werden. Es ist ein Unterschied, ob man im Angesicht neuartiger Gesundheitsgefahren das Nötige tut oder ob man den Menschen Angst macht, um sich anschließend als der große Retter in Szene setzen zu können. Das habe ich Ihnen schon anlässlich der Beratung des Haushalts 22 gesagt. Jetzt sind wir ein halbes Jahr weiter. Ihre Alarmmeldungen wirken zunehmend hysterisch und skurril. Deutschland wird immer mehr zum gesundheitspolitischen Geisterfahrer. Eine Konstante hat der Gesundheitshaushalt aber, und diese stimmt mich ausgesprochen nachdenklich. Die Pharmaindustrie profitiert mit 10-stelligen Beträgen nicht nur durch die Impfstoffbeschaffung, sondern auch durch ihre sogenannten Pandemiebereitschaftsverträge. Natürlich kann man sich eine Welt sich zurechtlegen, in der uns große global aufgestellte Konzerne vor den Gefahren des Lebens immer besser bewahren. Die technologische Machbarkeit trägt uns durch diese Brille betrachtet in ein leuchtendes neues Zeitalter. Aber ist diese Art von Fortschrittsglauben nicht völlig naiv? Ist der drastische Anstieg von Arztbesuchen wegen Impfnebenwirkungen Zufall? Ist das Auftauchen des neuartigen plötzlichen Erwachsenentods Zufall? Ist das plötzliche Absinken der Geburtenziffern in westlichen Ländern Zufall? Oder versagt die Technologie in vielen Fällen? Und versagen die Regierungen und die meisten Medien im Umgang damit? Was man in Zahlen klar messen kann, sind freilich die zweistelligen Milliardengewinne bestimmter Pharmaunternehmen. So wie das Coronavirus unerwartet über uns hereingebrochen ist, halte ich diese Gewinne für Zufall. Etwas anderes will ich niemandem unterstellen. In der Logik der Politik dieser Regierung müssten solche sogenannten Zufallsgewinne eigentlich abgeschöpft werden. Notlagen gibt es derzeit viele, in denen mehr Geld dringend gebraucht wird. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm angesichts der Inflation, die diese Regierung mit ihrer Energie- und Sanktionspolitik schürt. Gleichzeitig droht, dass sich die Pflege im Alter nur noch die Reichen leisten können. Diese Regierung hat nämlich völlig verschlafen, die Tarifanpassung beim Pflegepersonal dafür vorzusorgen. Und nun gehen die Eigenbeiträge der Betroffenen durch die Decke. Wir werden in den nächsten Wochen diskutieren, ob erhöhte Zuschüsse für Krankenkassen und Pflege die angemessene Reaktion sind. Wir werden fragen, wie die Versorgung durch Krankenhäuser auch in der Fläche gesichert wird. Wir fragen aber auch, warum die reguläre Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums nun 7 statt 5 Millionen Euro kosten soll. Darauf ist Verlass. Die AfD-Fraktion achtet jenseits der politischen Fieberkurven immer darauf, dass das Geld des Gesundheitsministeriums für die Dinge ausgegeben wird, die die Leute in unserem Land wirklich brauchen. Vielen Dank.
Carsten Klein spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, formal, Herr Minister, werden die Mittel in Ihrem Haushalt 2023 sehr stark zurückgefahren. Es liegt aber in erster Linie, Sie haben das selber angesprochen, ja daran, dass wir die Corona-Ausgaben herauswachsen. Und die wachsen aus zwei Gründen heraus. Auf der einen Seite beurteilen wir die Lage für 2023 so, dass sie nicht nötig sind. Aber ich sage auch ganz bewusst dazu, wir erwarten natürlich auch nach so einer langen Zeit, dass viele Kosten, die in der Corona-Zeit vom Bund übernommen worden sind, aber eigentlich Länderaufgaben sind, im Zweifel dann auch von den Ländern endlich übernommen werden, dass die entsprechenden Strukturen vorhanden sind, dass die Länder reagiert haben, ihre Gesundheitsämter auf Vordermann gebracht haben, die Digitalisierung dort endlich eingeführt haben. Alles Länderaufgaben, die wir als Bund kitten mussten und wo ich davon ausgehe, wenn 2023 es noch mal ernst wird, die Länder dann auf eigenen Füßen stehen können. Wie ernst die Länder das ja meinen, konnte man dieses Jahr bei der Debatte im April um die Verlängerung der Testverordnung sehen. Also ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir hatten eine sehr intensive Debatte, weil bisher ist es so, dass ja die Tests, die Bürgertests, die eigentlich Aufgabe der Länder sind, komplett vom Bund übernommen worden sind. Und dann gab es eine intensive Debatte und viele Länder, Gesundheitsminister, vor allem auch aus meinem Heimatland Bayern, waren die Bürgertests unheimlich wichtig, dass die kostenlos weitergeführt werden. Wir haben ja dann eigentlich einen schönen Weg gefunden, Herr Minister, nämlich, dass es bei einer Zuzahlung von 3 € eben weiterhin diese Tests gibt. Und wo Wunder, kein einziges Bundesland hat danach die Tests, die kostenlosen Tests noch so wichtig gefunden in der Pandemiebekämpfung, dass es die 3 € übernommen hätte. Und ich glaube, das ist beispielhaft, wie die Länder in dieser Corona-Krise vorgehen. Alles, was vom Bund bezahlt wird, alles, was kostenlos ist, nimmt man mit, aber selber bringt man zu geringe Beiträge. Und das ist nicht akzeptabel in einer solchen Krisensituation. Der Einzelplan des BMG wird ja schon immer sehr stark, die Mittel so stark, sehr stark gebunden von dem Zuschuss in den Gesundheitsfonds über die GKV. Auch das ist eine intensive Diskussion. Der Schätzerkreis ist ja zum Ergebnis gekommen, dass wir 2023 mit einem Defizit von 17 Milliarden Euro noch rechnen müssen, das wir füllen müssen. Das war vor der Inflation, das war auch vor der Energiekrise. Also das wird mit Sicherheit nicht weniger werden. Und dieses Defizit wächst bis 2026 laut dieser Zahlen von damals ja auf 30 Milliarden Euro an. Und jetzt haben wir in der Diskussion einen Vorschlag von Ihnen, Herr Minister, wo wir den Bundeszuschuss noch mal um 2 Milliarden Euro erhöhen, dann auf 16,5 Milliarden Euro und noch mal 1 Milliarde Euro Darlehen geben, um diesen Defizit im nächsten Jahr auszugleichen. Aber ich glaube, uns ist allen klar, dass das Konzept, das jetzt vorliegt, mit dem Nutzen der Reserven aus den Krankenkassen nur Luft holen bedeuten kann. Wir brauchen echte Strukturreform, wir brauchen Diskussionen über diese Strukturreform. Die müssen jetzt auch angegangen werden. Und da erwarte ich natürlich auch Lösungsvorschläge aus dem Ministerium. Aber ich denke, da sind auch viele andere betroffen. Denn der Weg kann nicht sein am Ende, dass dieses Problem über noch einen höheren Bundeszuschuss gelöst werden soll. Herr Minister, Sie haben die Digitalisierung angesprochen, von der wir uns auch große Kostenentlastungen erwarten. Aber es geht auch um die Frage zum Beispiel im Krankenhausbereich, um das Thema Krankenhausinvestitionen. Und auch da findet ja aktuell eine sehr intensive und sehr spannende Debatte von Seiten der Ländergesundheitsminister statt. Ich will einfach mal in Erinnerung rufen, es gibt schon seit längerem einen Bericht des Bundesrechnungshofes, der feststellt, dass die Länder über Jahre jährlich bis zu 5 Milliarden Euro zu wenig in die Krankenhäuser in dieses Land investieren. Das führt natürlich zu einem schlechten Stand bei der Digitalisierung. Das führt zu schlechten Arbeitsabläufen, weil wir alte Krankenhausstrukturen haben. Und es führt im Übrigen auch dazu, dass wir keine attraktiven Arbeitsbedingungen haben. Thema Fachkräftemangel. Es führt aber auch dazu, dass die Gebäudesubstanz schlecht ist. Und das fällt uns jetzt in den aktuellen Krisen natürlich noch mal auf die Füße. Veraltete Energiezentralen, schlechte Gebäudehüllen führen zu stark steigenden Energiekosten. Und deshalb habe ich vorhin noch mal erwähnt, Herr Minister, wie spannend diese aktuelle Diskussion sind. Die gleichen Minister, die Länderminister, die über Jahre zu wenig für ihr Gesundheitssystem, für ihre Aufgabenstellung getan haben, melden sich jetzt pressemedial mit großem Getöse, vor allem wieder mein Heimatminister aus Bayern,
ja, und schiebt dem Bund die Verantwortung zu. Die Länder haben über Jahre geschlafen. Deshalb kämpfen die Krankenhäuser mit großen Defiziten im Betriebsbereich und jetzt bei den Energiekosten. Und ich erwarte, dass die Länder bereit sind, dann auch dieses Defizit zu decken, statt immer nur an der Tür des Bundesgesundheitsministers und beim Bundeshaushalt anzuklopfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein aus der FDP-Fraktion hat ein Thema zum Schluss angesprochen, was uns in den kommenden Wochen noch beschäftigen wird, nämlich die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Sie merken, im Moment sind die Haushälter dran in dieser Debatte über den Gesundheitsetat. Es geht also um pekuniäre Aspekte. Dazu auch Gesine Lötsch, stellvertretende Vorsitzende Linksfraktion. Endlich mal nicht in der Comedy-Show, da habe ich gedacht. Aber leider hat Ihnen der Moderator nicht die Frage nach der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge gestellt. Und da sagen wir, das ist eine dreiste Abzocke. Das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Und Sie selber, Herr Minister Lauterbach, wissen doch, was die Alternative ist zur Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Seit 18 Jahren mindestens reden Sie darüber. Seit 18 Jahren sind Sie in einer Arbeitsgruppe der SPD zur Einführung der Bürgerversicherung. Ich frage Sie, wo bleibt endlich, wo Sie jetzt Minister sind, diese Bürgerversicherung? Und wenn Sie, Sie werden jetzt sagen, Sie sind koalitionstreu. Aber schauen Sie sich an, was so alles nicht passiert ist, was oder passiert ist, was nicht im Koalitionsvertrag steht. Leider reicht meine Zeit nicht, um das alles aufzuzählen. Meine Damen und Herren, Sie könnten ja zumindest mal anfangen, von den Ex-Kollegen der CDU, CSU, die mit Maskendeals Millionäre geworden sind, das Geld zurückzuholen. Das wäre ein erster richtiger Schritt. Zweitens, Sie haben angekündigt, dass Sie von der Pharmaindustrie, die in der Pandemie Traumgewinne gemacht haben, sich Geld zurückholen, sie zur Kasse bitten. Aber auch da sind Sie vor der FDP in die Knie gegangen. Das darf nicht so weitergehen, meine Damen und Herren. Richtig finde ich, und das unterstützen wir ausdrücklich, dass Sie einen ersten Schritt zur Abschaffung der Fallpauschalen unternommen haben. Die Fallpauschalen waren von vornherein eine falsche Entscheidung. Und dass Sie jetzt bei den Kinderkliniken anfangen, ist der richtige Schritt. Folgen muss die generelle Abschaffung der Fallpauschalen, meine Damen und Herren. Sie wissen doch selber, wie die Situation ist. Viele Ärztinnen und Ärzte müssen auf profitorientiert in den Krankenhäusern arbeiten. Sie leiden darunter. Es widerspricht ihrem Berufsethos. Und das dürfen wir nicht länger hinnehmen, meine Damen und Herren. Und welche Auswirkungen zum Beispiel diese unsäglichen Fallpauschalen haben, konnten Sie sich vor kurzem in der ARD-Dokumentation Wie viel Geld bringt ein Frühchen anschauen. Die Krankenhäuser bekommen von der Krankenkasse mehr Geld für eine Frühgeburt als für eine normale Geburt. In Europa sinkt die Zahl der Frühgeburten und in Deutschland steigt sie. Und das ist doch Ergebnis der Profitlogik. Damit werden die Krankenhäuser erpresst. Das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Die Situation der Krankenhäuser ist dramatisch. Wir alle sind von Krankenhäusern in unseren Wahlkreisen sicher angeschrieben worden. Und da hilft es nicht, jetzt anzukündigen, mitten in der Haushaltsdebatte, irgendwann kommt da etwas. Sie brauchen jetzt einen Inflationsausgleich. Das Roulette, das Karussell mit den Ländern hilft nicht weiter. Wir müssen die Krankenhäuser in unserem Land stabilisieren und retten. Und letzter Satz, ich wiederhole, wir brauchen endlich eine solidarische Bürgerversicherung. Packen Sie es an. Dankeschön. Gesine Lötsch, haushaltspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Linksfraktion. Hier geht es weiter mit Svenja Stadler, die Mitglied im parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie ist und aus der SPD-Fraktion kommt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen und vor den Bildschirmen. Erst vor wenigen Monaten haben wir ja den Haushalt für das Bundesgesundheitsministerium verabschiedet und es wurde an vielen Stellen schon gesagt, in der Höhe von 64 Milliarden Euro. Und ich finde, diese 64 Milliarden Euro haben einmal sehr deutlich auch gezeigt, dass die Bundesregierung in besonderen Lagen und in dem Fall war es die Corona-Lage bereit sind, etwas zu investieren und aufzufangen und zu unterstützen. Und das haben sie nicht nur damals gezeigt, sondern das zeigen sie in den vielen Krisen, die wir jetzt auch haben. Und ehrlich gesagt, die Situation in Deutschland hat sich durch Corona verändert. Sie hat die Welt verändert. Und es wurde auch noch mal sehr deutlich gemacht, wo wir ansetzen müssen, was wir verändern müssen, vor allen Dingen auch im Bereich der Gesundheit.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir das mit dieser Fortschrittskoalition, mit der Ampelkoalition auch hinbekommen. Denn wir reden nicht, sondern wir packen an, setzen um. Und mit dem Minister an der Spitze geht das sehr gut sogar. Und dann, ich finde das immer total spannend, wenn auf der, von mir aus gesehen, auf der rechten Seite dann immer rumgenölt wird und geärgert wird. Machen Sie das. Sie hatten eine ganz lange Zeit, es zu verändern. Sie haben es nicht getan. Jetzt machen wir es. Mit dem Regierungsentwurf 2013, ich komme jetzt mal auf den Haushalt zu sprechen, und das wurde ja auch schon gesagt, gibt es eine Senkung von diesen 64 Milliarden auf die 22,1 Milliarden Euro. Und wenn wir uns auch da das anschauen, 2019 vor Corona zu jetzt diesem Haushalt, haben wir eine Steigerung um 6,8 Milliarden. Und das zeigt, dass es uns wichtig ist, etwas zu verändern. Und diese Herausforderungen, die wir haben, die werden ja nicht weniger. Um Gottes Willen. Und auch die Anstrengungen werden nicht weniger, weil wir wollen ja etwas verändern mit aller Kraft und Macht. Und vor diesem Hintergrund ist es aber wichtig, dass wir sagen, wir müssen mehr handeln, aber genau da, wo es notwendig ist und richtig ist, mit mehr Qualität und eben auch Effizienz. Und wenn man sich dann den Gesundheitsbereich im Ganzen anguckt, das ganze Gesundheitssystem, wie viel Geld da drin steckt, dann reden wir über einen dreistelligen Milliardenbereich. Und wenn wir uns das anschauen und das, dass wir ein modernes Gesundheitssystem haben wollen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir das hinbekommen. Und zwar nicht zu, also dass wir es hinbekommen, ohne die Patientinnen und Patienten zu belasten und ohne auch das Personal zu belasten. Wir bekommen das hin. Es gibt andere Aktionäre bzw. Protagonisten, die dann ein wenig leiden werden. Wir müssen Parallelstrukturen abschaffen. Und was wir auch machen müssen, ist, dass wir es gemeinsam abschaffen mit sämtlichen Akteuren des Gesundheitswesens, aber auch mit den Bundesländern und auch natürlich mit dem Bund. Und der Bund ist bereit dazu, seine sehr begrenzten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und auch der Verantwortung gerecht zu werden. Und ich freue mich, wenn alle daran sich beteiligen. Der Minister hat es angesprochen, meine beiden Koalitionäre haben es angesprochen. Die Digitalisierung haben wir vor knapp 20 Jahren beschlossen. Und jetzt ist es endlich Zeit, nach 20 Jahren auch mit dieser Digitalisierung die Erfolge herbeizuführen, auch im Gesundheitswesen. Wir haben bisweilen 3 Milliarden bisher investiert. Und diese Digitalisierung gibt Chancen, Prozesse zu vereinfachen und sie auch tatsächlich flexibler zu gestalten und zu beschleunigen. Und dass das nicht nur eine lustige, fixe Zukunftsidee ist, das habe ich mir angucken können. Ich war in Schüttdorf, Niedersachsen natürlich, das beste Bundesland ever, sage ich Ihnen. Und dort ist es die Gesundheitsregion Euregio. Die zeigt, wie es funktioniert, wenn sämtliche Akteure aus dem Gesundheitswesen zusammenstehen, wenn Krankenkassen dabei sind, wenn IT-Unternehmen zusammenstehen und auch Juristen. Und da ist das E-Rezept und auch die EPA überhaupt gar keine Zukunftsmusik mehr. Da wird es umgesetzt. Und da wird daran gearbeitet, Herausforderungen anzunehmen und nicht so Kosten, nein, sondern wie schaffen wir das gemeinsam? Und das ist dann auch der Erfolgsschlüssel. In dieser Region, bei diesen Protagonisten, bei dieser Gemeinschaft geht es nicht, gewinnmaximierend zu agieren, sondern an der Sache zu agieren und eben den Menschen im Mittelpunkt zu haben. Und dann sehe ich das bei uns auch so, dass die Wissenschaft einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir gut durch diese Corona-Krise gekommen sind. Und jetzt heißt es aber auch, die Wissenschaft zu stärken, und zwar besonders in der Forschung. Es ist wichtig, effizient zu forschen und auf deutsches Datenmaterial zurückzugreifen. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass der Minister am Wochenende nach Israel fahren wird und sich gute Beispiele holen kann und einen guten Impulsgeber hat, wie wir es zukünftig auf sehr gute Beine hier stellen können, um die Wissenschaft auch zu unterstützen. Eine effiziente Medizin bedeutet, auch einen effizienten Umgang mit Ressourcen zu haben. Ein funktionierendes und gutes Gesundheitssystem stellt eine gesellschaftliche Ressource dar, die es nachhaltig zu gestalten gibt. Und wissen Sie, hierzu müssen wir die Prävention stärken und auch die Wissensvermittlung. Da müssen wir auch investieren. Denn viele Krankheiten, sage ich Ihnen, werden erst gar nicht entstehen, wenn die Willensbildung bzw. Aufklärung, auch die Prävention gut nicht nachhaltig, sondern gut funktioniert. Dankeschön. Ich bin sehr dankbar. Und deshalb bin ich sehr dankbar, auch in dem Fall, dass wir
darüber gesprochen haben in Form von Gesundheitskiosken, aber auch die Digitalisierung in Form von Apps, gibt es viele Möglichkeiten. Denn dadurch gelingt es uns, eine Zugangsbedingung zu Präventionsprogrammen zu schaffen und auch zur Gesundheitsversorgung, die alle Menschen mitnimmt. Denn es gibt unterschiedliche Menschen, das wissen Sie selber, mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen. Sie müssen alle gleichzeitig die Möglichkeit haben, teilzuhaben an der gesundheitlichen Versorgung und Prävention. Und der Fokus muss auch in der Zukunft sehr viel stärker auf den sozialen Faktoren liegen. Denn Sie wissen selber, unterschiedliche soziale Hintergründe und ja auch unterschiedliche Lebensweisen haben einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit des einzelnen Menschen. Das ist nichts Neues. Aber jetzt heißt es, dass diese Erkenntnis, die wir haben, endlich auch umzusetzen in Maßnahmen. Also, was will ich im Großen und Ganzen sagen? Wir haben einen guten Regierungsentwurf bekommen Sie hüsteln, klar, Sie kennen auch keine guten Regierungsentwürfe, das weiß ich, aus Ihrem Gesundheitsministerium. Ich weiß das. Ich habe nämlich jetzt einen guten Entwurf. Und wir haben an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Möglichkeiten, ihn ein Stückchen besser zu machen mit Impulsen, die wir jetzt im Laufe der Zeit auch von unseren Gesundheitspolitikern sicherlich bekommen. Dann werden wir in die Beratung gehen und am Ende werden wir den besten Regierungsentwurf verabschieden nach Corona. Vielen Dank. Eine ziemlich optimistische Svenja Stadler, die unter anderem Mitglied im parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie ist im Deutschen Bundestag. Nächster Redner ist Michael Henrich aus der Unionsfraktion. Noch in der Unionsfraktion, muss man sagen, und noch im Bundestag. Im Frühjahr wird er ausscheiden aus dem Parlament und dann zu einem Pharmaverband wechseln. Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Einzelplan 15. Und als wir im letzten Jahr noch 64 Milliarden Euro im Gesundheitshaushalt eingestellt hatten, hatten wir die Hoffnung, dass wir im Jahr 2023 Entspannung haben. Und in der Tat schlägt sich das in den Haushaltszahlen nieder mit einem Etat von 22 Milliarden Euro. Wir nähern uns damit schrittweise dem Vor-Corona-Haushalt. Und ich bin Ihnen dankbar, Herr Minister Lauterbach, dass Sie heute in Ihrer Rede, anders als in der letzten Haushaltsdebatte, eine gesundheitspolitische Agenda aufgezeigt haben. Sie haben vier Themenpunkte angesprochen: Pflege, Krankenhaus, Digitalisierung und Kiosk. Und erlauben Sie mir, dass ich zu allen vier Punkten ein kurzes Statement mache. Beim Thema Pflege ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir in den Mittelpunkt stellen das Thema Personal. Und da geht es nicht nur um Bezahlung, sondern da geht es um Verlässlichkeit, da geht es auch um Entbürokratisierung. Dass wir in den Mittelpunkt stellen die zu Pflegenden, die heute oftmals auf einem Verschiebebahnhof sind zwischen Krankenhaus und Pflegeeinrichtung und pflegende Angehörige. Beim Thema Krankenhaus ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was Sie, Herr Klein, angesprochen haben, dass wir das Thema dualistische Finanzierung wieder stärker in den Mittelpunkt stellen und auch etwas einfordern von den Ländern. Das Thema Digitalisierung, da ist mein Wunsch und mein Appell an Sie, dass wir das auch als Chance begreifen für den Standort. Ich kann mich daran erinnern, dass ein berühmter Professor im Bereich künstliche Intelligenz, Professor Schmidhuber, vor 5 Jahren mal in der FAZ einen Artikel hat und gesagt hat, wir haben die meisten Daten in Deutschland. Wir haben unglaublich viel Potenzial beim Thema KI. Und ich bin froh, dass im Haushalt 45 Millionen eingestellt sind. Aber kommunizieren Sie das besser und geben Sie entsprechende Signale an die Gesundheitswirtschaft. Kritisch sehe ich das Thema Kioske, das gebe ich ganz offen zu, weil ich denke, dass wir genug Akteure in der Versorgung haben. Der Kollege Müller hat die Hausärzte angesprochen. Wir haben Apotheker, wir haben eine unabhängige Patientenberatung, wir haben Pflegestützpunkte. Und ich glaube, es ist wichtiger, dass wir die miteinander verzahnen. Und sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, die wichtigste Frage haben Sie offen gelassen. Wie finanzieren wir das alles? Das ist heute meine letzte Rede als Gesundheitspolitiker nach 20 Jahren. Und ich hatte jedes Jahr die Hoffnung, dass wir diese grundlegende Finanzreform irgendwann hinbekommen. Und ich bin dem Kollegen Müller dankbar, dass er diese Woche in der FAZ
ein Namensartikel hatte, wo er mal ganz wichtige zentrale Themen angesprochen hat. Wie geht es weiter mit der Steuerfinanzierung? Wie bekommen wir eine fairere Finanzierung der Pauschbeträge bei den Arbeitslosengeld II-Empfängern? Ein Thema, das eigentlich diese Koalition versprochen hat, aber keinen Niederschlag findet in diesem Haushaltsentwurf. Und mein Wunsch und mein Appell wäre, gerade vor dem Hintergrund, lieber Herr Klein, was Sie sehr deutlich gemacht haben, dass wir eine echte grundlegende Strukturreform brauchen, dass wir vielleicht in dieser Legislatur tatsächlich noch mal so zusammenfinden, wie das damals bei Lahnstein war, zwischen dem Herrn Seehofer und dem Herrn Drässler, als Sie gemeinsam einen Kompromiss auf den Weg gebracht haben, dass wir in den schweren Zeiten, in denen wir momentan sind, zumindest in dem Bereich der Sozialversicherungen den Menschen eine Perspektive, Klarheit geben. Das wäre mein Wunsch, den ich nach 20 Jahren habe. Ich werde es nicht mehr erleben, aber es wäre schön, wenn ich den in anderer Position begleiten könnte. Herzlichen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich zu bedanken für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich glaube, wir hatten eine besondere Atmosphäre im Gesundheitsausschuss und das hat unsere Arbeit geprägt. Ich möchte mich bedanken bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob das bei den Abgeordneten ist, in den Ausschüssen oder im Ministerium, die ganz besonders in den letzten Jahren gefordert waren. Und wenn wir samstags, sonntags zweistündige Videokonferenzen hatten, fing bei denen die Arbeit erst an. Auch Ihnen herzliches Dankeschön. Ich werde an anderer Stelle im Gesundheitswesen weiterarbeiten und würde mich freuen, wenn ich bei Ihnen ein offenes Ohr finde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Letzte Rede als Gesundheitspolitiker, aber hoffentlich nicht die letzte Rede im Parlament. Herzlichen Dank. Michael Henrich, er hat es selbst gesagt, wir hatten es eingangs auch schon erwähnt, wechselt im Februar zu einem Pharmaverband. Das heißt, er wird jetzt nicht mehr als Gesundheitspolitiker reden, aber auch noch nicht aus dem Parlament ausscheiden. Am Pult ist Saskia Weishaupt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Obfrau im Gesundheitsausschuss. Der Etat des Gesundheitsministeriums sinkt. Die Kürzung des Etats von 64 Milliarden Euro auf die 22 Milliarden Euro erscheint im ersten Moment sehr plausibel. Die kostenintensiveren Ausgaben der letzten Jahre im Zuge der Corona-Pandemie werden jetzt wesentlich zielgerichteter ausgegeben, sei es für die Impfstoffbeschaffung oder für die Aufklärungskampagnen. Uns ist allen klar, die Pandemie ist nicht vorbei, und deswegen ist es gut, dass wir hier noch mal Geld in die Hand nehmen. Aber die gute Gesundheitsversorgung ist noch wesentlich mehr. Gute Gesundheitsversorgung gibt Sicherheit. Sicherheit, dass, wenn Pflege benötigt wird, sie auch wirklich da ist. Sicherheit, dass, wenn der Kinderwunsch ansteht, man die Frau auch eine Hebamme findet und man sich keine Gedanken machen muss, dass niemand da ist und Ängste und Sorgen nimmt. Und bei dieser Sicherheit darf nicht gespart werden. Und ich weiß, die Haushälterinnen raufen sich jetzt die Haare, wenn wir als Fachpolitikerinnen hier unsere Wunschliste auspacken, wofür wir alles Geld hätten. Aber im Ernst, eine gute und gerecht finanzierte Gesundheitsversorgung ist kein nice to have, und das ist nichts, was Sie mal eben aus der Portokasse bezahlen. Es ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir wissen alle, es gibt wichtige Projekte, die wir umsetzen müssen und die kaum aufschiebbar sind. Ich gehe mal in die Geburtshilfe und zu den Hebammen. Die Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels Gesundheit rund um die Geburt, die 1:1-Betreuung durch Hebammen während der Geburt, die hebammengeleiteten Kreißsäle, die wir ausbauen wollen, oder die Vergütung für angestellte Hebammen in den Kliniken, die die Nach- und Vorsorge machen wollen. Und ehrlich gesagt, es ist nicht nur die Geburtshilfe. Wir können auch weiterschauen. Die Suchtprävention, die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, aber auch die Entlastung der Reha- und Mutter-Kind-Kliniken, das sind Punkte, die alle finanzielle Mittel brauchen. Gesundheit ist eine wichtige, wichtige Aufgabe. Und deshalb dürfen wir uns selber nicht limitieren. Und es ist die Aufgabe aller, die hier Verantwortung haben, auch ernsthafte Lösungsvorschläge zu machen, wie wir das Ganze finanzieren können und gesellschaftliche Herausforderungen begegnen können und Lebensrealitäten von Menschen verbessern können. Und ja, wir leben in Krisenzeiten. Aber es ist keine Option, dass wir uns aus diesen Krisen heraussparen und damit maßgeblich in Kauf nehmen, dass sich die Gesundheitsversorgung hier in diesem Land verschlechtert und für die Menschen. Aber das machen Sie gerade. Denn wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, die Gesundheitsversorgung auch zu verbessern, dann brauchen wir Geld. Und dann müssen wir darüber nachdenken, ob das ewige Sparen der richtige Weg ist oder ob wir nicht die Schultern auch mehr belasten können, die auch mehr tragen können.
Ich bin froh, dass wir am Anfang des parlamentarischen Haushaltsverfahrens sind. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eben auch, Handlungsspielräume zu erkennen, vielleicht auch Lücken zu erkennen und diese auch zu nutzen. Das erwarte ich von uns allen und ich freue mich darauf. Vielen Dank. Jetzt spricht Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 15 Euro bekommt jeder Arzt, wenn er Paxlovid von Pfizer verschreibt. 15 Euro pro Verschreibung, um die Gewinne eines Pharmakonzerns zu steigern, während Millionen Menschen nicht mehr wissen, wie sie Essen, Strom oder Gas bezahlen sollen. Die Prioritätensetzung dieser Regierung ist völlig falsch. So wie sie mit der Gasumlage internationale Großkonzerne und deren Aktionäre finanzieren, genauso versorgen sie in der Gesundheitspolitik die Pharmakonzerne mit Milliarden. Karl Lauterbach präsentiert sich als Pfizer-Minister, der deren Medikamente ständig über seine Kanäle bewirbt. Deutschland braucht endlich wieder eine Gesundheitspolitik und keine Pharmapolitik. Die Gesundheitspolitik besteht übrigens nicht nur aus Corona. Wir haben zum Beispiel einen massiven Mangel an Pflegekräften und Fachärzten. Viele Menschen müssen monatelang auf Termine warten, Monate, die oftmals zwischen Leben und Tod entscheiden. Diese Toten sind Karl Lauterbach und der Bundesregierung offensichtlich egal. Stattdessen kümmert man sich lieber darum, wie man wieder ab Herbst mit dem Infektionsschutzgesetz die Freiheitsrechte der Bürger einschränken kann. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat keine wissenschaftliche Basis. Sie ist einfach nur ein weiterer deutscher Sonderweg. Diese ganzen Sonderwege, die im Ausland als politischer Extremismus Deutschlands empfunden werden, müssen endlich aufhören, weil sie nur Schaden anrichten. Kein anderes relevantes Land steigt aus der Atomkraft aus. Kein anderes relevantes Land setzt rein auf Solar- und Windenergie. Kein anderes relevantes Land setzt auf unbegrenzte Zuwanderung. Kein anderes relevantes Land sanktioniert Rohstoffe, die für es selbst lebenswichtig sind. Nahezu alle anderen Länder haben Corona für beendet erklärt, aber Deutschland will nun die Maßnahmen noch mal verschärfen. Wir, die AfD, vertreten bei Corona, wie auch in allen politischen Bereichen, das, was in 90% der Länder weltweit politischer Konsens ist, wir sind der Mainstream und die Politik dieser Regierung ist extremistisch. Und von der Union braucht dazu gar niemand zu grinsen, denn sie haben mit dieser Politik schließlich angefangen. Deutliches Zeichen des Extremismus der Regierung ist übrigens auch, dass den Abgeordneten wichtige Studienergebnisse vorenthalten werden, nur weil diese Ergebnisse zeigen, dass das Infektionsschutzgesetz überflüssig ist. Die Studien sind ja trotzdem durchgesickert heute früh. Sie zeigen, 95% der Menschen haben Antikörper. Corona ist vorbei. Hören Sie auf, die Menschen weiter zu gängeln. Die Schäden der Maßnahmen müssen schließlich die Bürger mit ihrem hart verdienten Geld und mit ihrer kostbaren Gesundheit bezahlen. Beenden wir die Politik der deutschen Sonderwege und kümmern wir uns endlich um die echten Probleme im Gesundheitswesen. Das wäre nicht nur besser für die Gesundheit der Menschen, sondern es wäre da auch deutlich weniger Geld erfordern. Christine Lüttger hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. War übrigens Pflegeunternehmerin vor ihrer Zeit im Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, bei manchen Reden ist man ja doch froh, wenn Sie zum Ende finden. Ich möchte hier wieder zur Sachpolitik zurückkehren. Mein Kollege, der Carsten Klein, der hat ja bereits erläutert, welche großen Themen und Bereiche im Haushalt des Gesundheitsministeriums aus liberaler Sicht besonders wichtig sind. Und unser gesundheitspolitischer Sprecher Andrew Ullmann wird später auch noch weitere nennen. Mir ist vor allem wichtig, dass wir auch die Innovationskraft des Gesundheitssektors immer mitdenken, mitfördern und essentielle Branchen nicht einschränken. Denn darüber sind wir uns ja alle einig. Unser Gesundheitssystem muss zukunftsfest werden. Durch Digitalisierung, durch Verwaltungsabbau, durch Innovationsförderung und dort, wo nötig, auch durch Paradigmenwechsel.
Bürgerinnen und Bürger, Patientinnen und Patienten und die dauerhaft an demografische Herausforderungen ausgerichtete Leistungsfähigkeit unseres Systems, die müssen im Mittelpunkt stehen. Und da sind Vorsorge und Prävention oft die klügere, die günstigere und damit die nachhaltigere Wahl als Nachsorge und Schadensbegrenzung. Deshalb, werte Kolleginnen und Kollegen, möchte ich als sucht- und drogenpolitische Sprecherin meiner Fraktion hier noch das Augenmerk auf einen Teil des Haushalts lenken, den wir uns noch mal etwas genauer anschauen sollten. In der Einführung zum Einzelplan 15 heißt es, Ziel der Drogen- und Suchtpolitik ist die Reduzierung des Konsums legaler und illegaler Drogen sowie die Vermeidung der drogen- und suchtbedingten Probleme in unserer Gesellschaft. Diesem Ziel haben sich die Ampelkoalitionäre verschrieben und unter dieser Vorgabe, nämlich Gesundheitsschutz und Prävention, betreiben wir das Anliegen der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene. Und dabei handelt es sich um nichts weniger als einen dringend benötigten Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik in Deutschland. Weg von der Prohibition hin zu einem aufgeklärten Umgang mit Cannabis nach erfolgter Legalisierung. Aber das gilt auch für die Präventionsarbeit in Bezug auf Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Tablettensucht, für Hilfe für Kinder aus suchtbelasteten Familien, aber auch im Bereich des Drug-Checkings und der Suchtberatung. Denn das alles wirkt hin auf die Vermeidung von drogen- und suchtbedingten Problemen. Die Prävention muss dabei aktuelle Probleme bedarfsgerecht und flexibel aufgreifen, sowie auch darauf reagieren können, wie zum Beispiel auf Probleme, die auch durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden. Der Paradigmenwechsel, der muss sich daher auch im Haushalt widerspiegeln. Umso wichtiger ist es, dass wir in diesen Titeln ausreichend Mittel bereitstellen und unsere Anstrengungen verstetigen. Denn jeder hier angesetzte Euro ist eine Investition in die Zukunft unseres Systems, einem Gesundheitssystem, das auf Prävention und Vorsorge setzt und damit auch bei vielleicht vorübergehend höheren Ausgaben am Ende die nachhaltigere und haushalterisch zukunftsweisendere Strategie ist. Ich bin es immer noch, als ich 2017 hier in den Bundestag kam, habe ich mich gefreut, okay, jetzt habe ich die Chance, etwas zu machen, auch wenn wir in der Opposition waren, und hatte auch gehofft, dass wir mit einem unionsgeführten Gesundheitsminister sich da etwas ändert. Aber es hat sich nichts geändert. Das ist eigentlich sehr schade. Stattdessen, wenn wir darüber diskutieren, der Bund muss zahlen, wir wissen, wie es funktioniert auf Länderebene. Ich komme wie Herrn Klein auch aus Bayern. Und ich muss auch sagen, es läuft auch in Bayern nicht vernünftig. Und die Länder machen sich wirklich einen schlanken Fuß in der Krankenhausfinanzierung. Auch jetzt in der Krise machen sich die Länder einen schlanken Fuß, ob jetzt in Thüringen oder auch in Bayern und anderen Bundesländern. Und da erwarte ich eigentlich viel mehr. Denn wir brauchen ein besseres System. Wir brauchen, und das können wir jetzt machen in der Ampelkoalition, weil wir haben die Leute zusammen, wir sind motiviert. Ich kann mich nur sehr gut erinnern an die Koalitionsverhandlungen. Und diese Fortschrittskoalition ist der Weg auch dahin. Im Einzelplan 15 zeigt der Weg dahin, zusammen mit unserem Gesundheitsminister und den Kolleginnen und Kollegen hier in der Koalition. Denn die ersten Schritte sind jetzt gemacht worden. Die Krankenhauskommission ist eingerichtet worden. Endlich wird die Notfallversorgung besser auf bessere Füße gestellt in Deutschland. Die Kinderheilkunde wird auf bessere Füße gestellt. Auch die Geburtshilfe wird auf bessere Füße gestellt. Das ist Fortschritt, meine Damen und Herren, und nicht diese Quacksalberei, was man sonst immer hört. Ich bin auch froh, dass wir einen Digitalisierungsminister haben, der Volker Wissing. Der hat jetzt eine Digitalstrategie der Bundesregierung nach vorne gebracht. Das heißt, endlich haben wir einen Digitalisierungsfahrplan im Gesundheitswesen. Das war längst überfällig. Da hat die Union 4 Jahre oder manche sagen auch 16 Jahre geschlafen. Da ist auch nichts passiert. Aber wir machen das. Wir sind eine Fortschrittskoalition und wir können das auch. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik. Das haben wir als Menschen, die jetzt auch im Gesundheitswesen gearbeitet haben, gilt auch unsere Prämisse in der Politik selbst. Das haben wir jetzt auch gezeigt, auch in der Pandemiekrise, wie wir da auch zusammen agieren können. Und uns ist auch klar, dass diese Verantwortung nicht nur in Deutschland gilt, sondern auch weltweit. Und deshalb finde ich gut, dass wir als Koalition die globale Gesundheit nicht nur theoretisch
angehen, sondern auch praktisch mit Unterstützung der WHO. Die Kollegin Pichotta hat es ja auch schon erwähnt, und ich wollte es auch als Vorsitzende des Unterausschusses Globale Gesundheit hier explizit werden. Das ist auch Fortschritt, meine Damen und Herren, zu verstehen, dass hier gemeinsam, ich komme zum Schluss, wir Fortschritt auch in der globalen Gesundheit gestalten werden, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Andrew Ullmann aus der FDP-Fraktion, auch er Arzt, ich habe es eingangs gesagt. Zwei Ärzte kommen übrigens noch. Seien Sie gespannt. Und der Ausdruck heißt natürlich innere Medizin und nicht Innenmedizin. Wir haben etwas vom Innenausschuss verwirrt gerade. Am Pult Dietrich Mohnstadt aus der Unionsfraktion, auch er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen, meine Herren, die parlamentarische Sommerpause hat uns allen deutlich gezeigt, es herrscht in allen Bereichen Chaos in der Regierung. Gerade und vor allem in der Gesundheitspolitik. Spiegelbild auch dafür ist dieser vorgelegte Haushaltsentwurf. Der Gesundheitsetat schrumpft auf 22 Milliarden Euro, ohne dass es ein Konzept gibt, dass das Gesundheitssystem die anstehenden Probleme oder gar die Folgen der Corona-Pandemie angeht. Herr Kollege Ullmann, dies als Fortschritt zu bezeichnen, da fehlt mir einfach die Fantasie. Dass der Zuschuss, meine Damen und Herren, für die Krankenkassen nach der Pandemie von 30 Milliarden wieder auf 14,5 Milliarden Euro zurückgeführt wird, zeigt, wie konzeptlos bei der Stabilisierung der Finanzen im Gesundheitssektor vorangegangen wird. Herr Minister, ein Problem sind die Umsetzungsfristen für Maßnahmen des Krankenhauszukunftsfonds. Bereits 2020 hat die Union zusammen mit der SPD ein milliardenschweres Förderprogramm aufgelegt, um den digitalen Ausbau der Krankenhäuser voranzutreiben. Doch mittlerweile belasten die Umsetzungsfristen unsere Krankenhäuser. Ab 1.1.25 sind einige Leistungen sanktionsbehaftet. Das führt dazu, meine Damen und Herren, dass diese Projekte erst gar nicht angegangen werden. Dazu kommen galoppierende Strom- und Gaspreise, die unsere Krankenhäuser, ist hier wiederholt angesprochen worden, vor enorme finanzielle Herausforderungen stellen. Eine Antwort darauf gibt der Haushaltsentwurf nicht. Aber Herr Minister, Sie haben heute angekündigt, Sie wollen dort helfen. Zwar angekündigt, aber wie werden Sie dort beim Wort nehmen? Meine Damen und Herren, jedes Mal, wenn ich hier stehe, frage ich Sie, Herr Minister, was passiert mit der Umsetzung der nationalen Diabetesstrategie? Jedes Mal muss ich Sie auf die Dringlichkeit dieses Themas hinweisen, ohne dass irgendwas passiert. Sinnvolle Initiativen gibt es bereits, wie zum Beispiel eine nationale Diabetes-Datenbank, die dazu beitragen könnte, Unter- und Überversorgung in einzelnen Regionen oder Patientengruppen zu identifizieren. Das würde zu einer Kostenstraffung und effizienteren Finanzierung von Behandlungen führen. Daten aus Israel zeigen uns, wie eine Datenbank moderne Diabetesversorgung unterstützen kann. Herr Minister, Ihr anstehender Besuch in Israel gibt Ihnen die Chance, sich dort auch zu diesem Thema zu informieren. Meine Damen und Herren, auch die Daten der Adipositas entwickeln sich alarmierend. In Deutschland sind es fast 60% der Erwachsenen, ca. 30% der Jungen und 27% der Mädchen, die übergewichtig sind und adipös sind. Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit der Corona-Pandemie dicker geworden. Eine ganze Generation ist von diesem Übergewicht betroffen. Experten und Ärzte mahnen, dass es sich um eine nie dagewesene Gewichtszunahme handelt. Herr Minister, richtige Prävention, vernünftige Präventionspolitik liegt in Ihren Händen. Mein Appell an die Bundesregierung: Handeln Sie schnell, effektiv und nachhaltig. Handeln Sie jetzt. Meine Damen und Herren, die Inaktivität dieser Regierung macht mir und uns auch an anderer Stelle große Sorgen. Das wichtige Thema der EU-Medizinprodukteverordnung, MDR, muss von der Regierung deutlich ernsthafter angegangen werden. Ich begrüße ausdrücklich den im Juli 2022 begonnenen Dialogprozess bei der Implementierung dieser Verordnung. Doch Dialog alleine reicht nicht aus. Wir brauchen Lösungen. Ansonsten verlieren wir geschätzt 10%, insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen, und ca. 40% der zugelassenen Medizinprodukte. Die Lage ist dramatisch. Wir, das heißt alle betroffenen Patienten, Anwender oder Unternehmen, brauchen jetzt Entscheidungen. MedTech-Unternehmen müssen jetzt Entscheidungen darüber treffen, welche Produkte am Markt gehalten werden können und welche nicht. Jedes Produkt, welches aus dem Markt genommen wird, steht für die Versorgung auf Dauer nicht mehr zur Verfügung. Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf ist eindeutig ein Rückschritt.
vor allem in den von mir angesprochenen Bereichen. Wir lehnen ihn entschieden ab. Herzlichen Dank. Dietrich Monstadt war das aus der Unionsfraktion, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und der nächste Redner ist jetzt nicht Arzt im klassischen Sinne, aber Dr. Med der Neurobionik, Christos Padatsis aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen der letzten Jahre wie der Corona-Pandemie sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben zu einer schwierigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage geführt. Infolgedessen sehen wir uns mit einer angespannten Haushaltssituation des Bundes und der Sozialversicherungsträger konfrontiert. So steht die gesetzliche Krankenversicherung, die tragende Säule unseres Solidarsystems, unter einem enormen finanziellen Druck. Bereits seit 2019 schreibt sie rote Zahlen. Ein anhaltender Reformstau hat zu einem Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben und folglich zu einem milliardenschweren Defizit geführt. Allein im nächsten Jahr fehlen ihr mindestens 17 Milliarden Euro. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Zahl macht einmal mehr deutlich, es herrscht akuter Handlungsbedarf. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen bekennen wir uns als Fortschrittskoalition, ich zitiere, zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Zur kurzfristigen Deckung der Finanzlücke steht das vom Bundeskabinett nun beschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz unter anderem vor, Beitragsreserven von Kassen und Gesundheitsfonds heranzuziehen, Darlehen zu vergeben und letztendlich auch Zusatzbeiträge in einem moderaten Rahmen zu erhöhen. Für die SPD-Fraktion ist dabei maßgeblich, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Neben der Pharmaindustrie werden auch Ärztinnen, Zahnärztinnen, Apotheken und andere ihren Beitrag zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung leisten müssen. Für meine Fraktion kann ich ferner perspektivisch erklären, dass wir die im Koalitionsvertrag festgehaltene regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses sowie höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln auch weiterhin avisieren. Wir streben eine ausgewogene und nachhaltige Finanzierung aus Steuerzuschüssen, Effizienzsteigerungen, Einbeziehung weiterer Einkunftsarten sowie auch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze an. Und hier freue ich mich, dass nach Jahren der Blockade nun die Union in der Opposition offenbar ihr, ich sag's mal so, sozialdemokratisches Herz entdeckt hat und sich genau diesen Forderungen angeschlossen hat. Die Lektüre der FAZ, Herr Müller, hat mir wirklich sehr gefallen. Ich freue mich, Sie jetzt auch an unserer Seite zu wissen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wir halten nachhaltige Strukturreformen im Gesundheitssystem für unumgänglich. So zum Beispiel in der Krankenhauslandschaft. Die Notwendigkeit eines Strukturwandels wird mittlerweile auch von Krankenhausstelle bestätigt. Erste Reformschritte für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung wurden mit der Einberufung der Regierungskommission, Herr Kollege Ullmann hat es schon gesagt, gemacht. Mittlerweile hat diese erste Vorschläge für die Bereiche Pädiatrie, Kinderchirurgie und Geburtshilfe vorgelegt. Weitere sollen folgen und dann Grundlage der Krankenhausreform werden, die ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden soll. Während der Bund also erste Schritte für den Strukturwandel unternimmt, müssen auch alle, es ist gesagt worden, Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen nachkommen. Niedersachsen beispielsweise wird dieser Verpflichtung bereits jetzt gerecht. Neben einem wegweisenden neuen Krankenhausgesetz stellen Ministerpräsident Weil und Gesundheitsministerin Behrens weitere 210 Millionen Euro für Krankenhäuser zur Verfügung. Das ist ein starkes Signal für eine stabile Gesundheitsversorgung und ich hoffe sehr, dass weitere Bundesländer diesem Beispiel folgen werden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme abschließend zum Schluss und fasse zusammen. Auch unter schwierigen finanziellen Bedingungen wird sich die SPD-Fraktion weiterhin entschieden für ein solidarisches, sozialverträgliches und gerechtes Gesundheitssystem für alle einsetzen, das getreu der Losung unseres Kanzlers niemanden zurücklässt, weder Hilfsbedürftige noch Beschäftigte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christos Pandatsis. Und damit kommen wir vom Dr. Med der Neurobionik zu einem studierten Anästhesist und Intensivmediziner. Jetzt ist er Vorsitzender im Haushaltsausschuss, war der letzte Kanzleramtsminister der letzten Merkel-Regierung, Helge Braun.
Wir beraten, das ist eben mehrfach gesagt worden, einen Entwurf des Haushalts für Gesundheit, der von über 60 auf 22 Millionen sich reduziert. Und das ist überall da auch sachgerecht, wo die hohen Aufwendungen der Vergangenheit durch die Corona-Pandemie inzwischen weggefallen sind. Aber Sie, Herr Lauterbach, haben hier davon gesprochen, dass es Ihr Ziel ist, die Krankenhäuser zum Beispiel in ihrer Belastung zu entökonomisieren. Und wenn man in diesen Haushalt hineinschaut, sieht man, der Kostendruck in der gesetzlichen Krankenversicherung wird im nächsten Jahr massiv steigen. Und die besonderen 70 Milliarden, die die Krankenhäuser in den letzten drei Jahren zusätzlich bekommen haben, sind allesamt gestrichen. Das heißt in der Konsequenz, dass die Krankenhäuser, die heute noch in ihrem Leistungsniveau etwa unter 20, also über, etwas über 80% von dem Niveau sind, was vor Corona war, haben 20% weniger Leistungsfähigkeit, insbesondere durch Personalprobleme. Sie haben die höheren Energiekosten. Sie haben zusätzliche Personalausgaben in Zukunft auch durch Ihr Gesetz, was Sie im August vorgestellt haben. Und das alles führt dazu, dass die Krankenhäuser, dass wir Insolvenzen sehen werden. Und Sie lösen es nicht dadurch, dass Sie jetzt eine Strukturreform auf den Weg bringen, sondern Sie lösen es über Kostendruck. Und viele Menschen, die heute noch gerne im Krankenhaus arbeiten, die werden diese Lust in den nächsten Jahren verlieren, weil sie nicht Reformen machen, sondern weil sie versuchen, das Problem über den Kostendruck zu lösen. Ein Thema, was uns in der letzten Haushaltsberatung hier sehr intensiv beschäftigt hat und auch von Carsten Klein und Frau Pischotta hier angesprochen worden ist, war das Thema der Bürgertests. Und wir haben neben der Tatsache, dass wir es richtig fanden im Haushaltsausschuss, dass die Länder stärker in die Finanzierung eingebunden werden, einen sehr deutlichen Hinweis des Bundesrechnungshofs gehabt, dass die Kontrolle des Missbrauchs dieser Bürgertests verbessert werden muss. Und da haben wir Ihnen eine Maßgabe gegeben im Haushaltsausschuss, dass Sie sich darum kümmern sollen. Und dann ist was ziemlich Skurriles passiert. Eines Abends im Fernsehen sagen Sie, das Problem ist gelöst. Nächsten Morgen widerspricht Ihnen die Kassenärztliche Vereinigung. Dann setzen Sie sich mit der KV zusammen. Die KV ist die Institution in Deutschland, die das Thema Qualitätssicherung und Ausgabenkontrolle im Gesundheitswesen als zentrale Aufgabe hat mit weit über 10.000 Beschäftigten. Dann sagen Sie der KV zu und akzeptieren, dass die sagen, Sie können diese Kontrolle mit Ihrem gesamten Apparat nicht wahrnehmen und kommen dann auf die Idee, dem Robert-Koch-Institut, den Virologen, den Labormedizinern, den Immunologen, die dort strukturell an Fragen der Pandemie, der Gesundheit und des öffentlichen Gesundheitswesens arbeiten, denen die Ausgabenkontrolle in die Hand zu geben. Und ich bin ziemlich sicher, damit haben wir das Problem nicht gelöst, sondern wir haben es verschlimmert. Und ehrlich gesagt, mir ist es auch peinlich gegenüber den Experten im RKI, dass wir Ihnen diese Aufgabe übertragen haben. Nebenbei hatten Sie auch angekündigt, dass Sie die Surveillance, also die Frage, wie das Krankheitsgeschehen sich in der Bevölkerung entwickelt, international und national voranbringen wollen. Was wir jetzt sehen, ist, dass für die Krankenhaus-Surveillance über Atemwegserkrankungen Sie dem RKI sogar die Mittel streichen. Und es ist auch angeklungen bei mehreren, insbesondere bei Ihnen, Herr Ullmann, wie wichtig uns das Thema der internationalen Gesundheit, der globalen Gesundheit ist. Und das ist etwas, da haben wir die Mittel in der Pandemie hochgefahren. Aber jeder weiß doch, dass genau diese Aufgabe jetzt nicht vorbei ist, sondern eigentlich erst anfängt. Und die Tatsache, dass in diesem Haushalt die Mittel glatt halbiert werden gegenüber dem Vorjahresniveau, das kann man nicht damit begründen, dass die Pandemie vorbei ist, sondern das heißt, die internationale Gesundheit hat in diesem Haushalt keine Priorität. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir die Haushaltsberatung nutzen. Und da sind wir auch an Ihrer Seite, wenn die Koalition dazu bereit ist, dass wir im Bereich globale Gesundheit, internationale Gesundheit diesen Entwurf grundlegend überarbeiten müssen. Viel gesprochen worden ist auch über die gesetzliche Krankenversorgung und den Entwurf des Sicherungsgesetzes. Carsten Klein hat gesagt, er gibt uns einmal Luft, um sozusagen die Reformen auf den Weg zu bringen. Ich finde, dieser Entwurf gibt nicht Luft, er lässt die Luft raus. Die Mindestreserve bei den gesetzlichen Krankenkassen wird so abgesenkt, dass bei kleinen Kassen, die in der Größenordnung von 3 Millionen plus nur ein bisschen liegt. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel bei so einer Erkrankung wie spinale Atrophie eine Einzeltherapie, also ein neuer Patient einer kleinen Krankenkasse, Kosten von bis zu 2 Millionen Euro alleine verursachen kann,
wird man sehen, dass kleine Krankenkassen, die plötzlich ein solches Risiko realisiert bekommen, dann in ernste Probleme kommen und dann wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen, weil sie die Zusatzbeiträge so erhöhen müssen, dass sie auf der anderen Seite nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Sie lassen die letzte Luft raus, ohne eine strukturelle Reform der GKV auf den Weg zu bringen. Und das ist auch keine gute Nachricht für die Zukunft. Carsten Klein hat auch angesprochen, dass dieses strukturelle Defizit von 17 Milliarden in den nächsten Jahren aufwächst auf über 30 Milliarden. 2 Milliarden sind Sie bereit, zusätzlich aus dem Bundeshaushalt zu decken. Den großen Anteil müssen die Bürgerinnen und die Bürger und die Arbeitgeber zahlen über die Zusatzbeiträge. Was Sie aber auch tun, ist, dass Sie aus dem Bundeshaushalt ein Darlehen von 1 Milliarde zur Verfügung stellen. Und angesichts eines aufwachsenden strukturellen Defizits frage ich mich, wie soll denn dieses Darlehen von den Kassen in Zukunft jemals wieder zurückbezahlt werden? Sie wissen ganz genau, dass das nicht funktioniert. Und deshalb gibt es nur eine einzige Begründung für dieses Darlehen. Es ist nämlich eigentlich ein verlorener Zuschuss. Aber Sie deklarieren es als Darlehen, weil Sie es sozusagen als kleine Mogelpackung nicht auf die Schuldenbremse anrechnen wollen. Und ich rechne damit, Sie werden mit diesem Darlehen in den nächsten Jahren weitermachen. Sie werden es immer höher machen und Sie werden es nie zurückbekommen. Und damit ist es eine klassische Schummelei. Sie halten die Schuldenbremse hier nicht ein. Diesem Entwurf können wir so nicht zustimmen. Vielen Dank. Helge Braun, Vorsitzender im Haushaltsausschuss des Bundestages, war der vorletzte Redner in der Debatte in der ersten Beratung des Einzelplans 15. Das ist der Etat für das Bundesgesundheitsministerium. Und da ist jetzt die letzte Rednerin Linda Heidmann aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, Prävention. Die medizinische Definition dieses Begriffes lautet, durch zielgerichtete Maßnahmen Krankheiten vorbeugen und verhindern. Wir beraten hier heute den Gesundheitsetat und unsere Aufgabe ist es dabei auch, präventiv und vorausschauend zu handeln. Mir ist es in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig, auch Suchterkrankungen in unserem Land wirklich wirksam zu verhindern und dafür ausreichend Mittel auch einzuplanen. Denn wenn wir uns die Ausgangslage hier angucken, dann stehen wir davor, dass zum Beispiel im Bereich des Rauchens wir erfreulicherweise in Deutschland jahrelang zurückgehende Raucherinnenzahlen hatten. Aber während der Pandemie hat die Zahl der Raucherinnen und Raucher in Deutschland leider wieder zugenommen. Und auch bei beim Thema Alkohol müssen wir leider sehen, dass die ersten Auswirkungen der Pandemie zeigen, Menschen, die vorher schon viel getrunken haben, haben während der Pandemie meist noch mehr getrunken und sind häufig sogar in eine Suchterkrankung gerutscht. Und viele alkoholkranke Menschen, die trocken waren, haben auch Rückfälle erlitten während der Pandemie. Ich finde deshalb, wir dürfen wirklich bei der Prävention in diesem Bereich nicht sparen, denn jeder Euro, den wir hier investieren, der zahlt sich hinterher auch doppelt aus. Und ich beschäftige mich im Gesundheitsausschuss noch mit einer weiteren Folge der Pandemie, nämlich mit dem Phänomen von Long-Covid bzw. Post-Covid. Denn viele Menschen in diesem Land betrifft das Thema einer Covid-19-Erkrankung leider deutlich länger, als sie die 2 Striche auf ihrem Test sehen. Wir sehen das Phänomen, dass von schlimmen Lungenerkrankungen bis hin zu starken Erschöpfungssymptomen wirklich die Infektion mit Covid-19 ihre Spuren hinterlässt. Und deshalb finde ich, auch das muss sich in unserem Haushalt widerspiegeln. Wir müssen hier in Forschung investieren, um zu Long-Covid genauere Aussagen zu kriegen, zielgerichtet Medikamente entwickeln zu können und auch die Behandlungen darauf auszurichten, dass diesen Menschen gut geholfen werden kann. 2022 haben wir damit im Haushalt schon angefangen und Geld für die Erforschung von Long-Covid-Medikamenten eingestellt. Das müssen wir 2023 auch fortführen und in allen Haushaltsetats gucken, dass wir vernünftig an dieses Phänomen herangehen.
Weitere Themen, die mir in meinem Bereich wichtig sind, für die reicht hier leider meine Redezeit nicht mehr. Aber gerade auch die Sprachmittlung im Gesundheitswesen ist mir ein wichtiges Anliegen, denn auch das ist Prävention, dass Menschen, die Sprachbarrieren haben, besser behandelt werden können, zielgerichteter verstehen, was Ärztinnen und Ärzte ihnen zu vermitteln versuchen. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam in diesem Haushaltsentwurf gucken, dass wir überflüssige Kosten im Gesundheitswesen durch vernünftige Präventionsmaßnahmen verhindern. Dazu werde ich mich gern mit in die Beratungen einbringen und freue mich drauf. Vielen Dank.